Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich auf der Theresienwiese zusammen mit einem Mann, der hier diese Wiesen mitgeprägt hat, die Neuzeit. Der einzige Mensch, der, man könnte sagen, weltweit über ein Hinrichtungsvarieté verfügt. Bekannt geworden ist er in München dadurch, dass er grüne Löcher verkauft hat. Wollen wir es ein bisschen wir haben so viel Zeit. Herr Schauer, es ist Manfred Schauer, der Mensch, der den Schichtl erfunden hätte, wenn es ihn nicht schon vorher gegeben haben würde. Ich habe den Schichtl nicht erfunden. Erfunden. Ich habe ihn vielleicht gefunden. Okay. Und der Schichtl ist mir passiert. Also es war eine Laune der Evolution, meiner persönlichen Evolution, dass mir 1985 der Schichtl passiert ist. Erfunden habe ich vielleicht. Aber du hättest ihn erfunden, Sie hätten ihn erfunden, wenn es ihn nicht schon gegeben hätte. Weil ich habe einmal, Herr Schauer, Sie erinnern sich, so ein Grusel gemacht, so ein Musical mit viel Grusel drin. Und da haben Sie auch ganz ein weises Wort gesprochen. Sie haben gesagt, ich hätte da einen geistigen Diebstahl begangen. Präintellektueller Diebstahl. Präintellektuell. Präintellektueller Diebstahl ist, wenn jemand so eine gute Idee hat, dass die eigentlich von mir kommen müssen. Ja. Wo entdeckt man solche Wiesengeschäfte, die eigentlich von der Wiesen, ja, wenn man die Wiesen traditionell und konservativ betrachtet, nicht wegzudenken sind? Also, der war fast weg gewesen, der Schichtl. Sonst hätten ich 85 als Seiteneinsteiger gar nicht gekriegt. Gut, die Zeiten waren anders. Die Betriebsamkeit auf der Wiese war anders. Die Leute sind noch nicht in Tracht, sondern im Anzug und normal. Also, Tracht ist ja mittlerweile normal rumgelaufen. Und es hat sich kein Schausteller dafür interessiert. Es ist kein Vorwurf in diese Richtung. Damals war es zeitgemäß, einfach sowas einmal vielleicht stehen zu lassen. Und dann bin ich halt zum Zug gekommen. Der war alt. War das eines der, oder wie alt ist denn das Geschäft eigentlich? Jetzt hat 153 Jahre. Wahnsinn. 1869 hat. Und war das Programm schon immer gleich? Weil es gibt ja da diese Guillotine, das ist das Kernstück, und dann drumherum Schmetterlingstanz. Also, den Schmetterlingstanz haben wir nicht mehr. Die Guillotine gibt es beim Schichtl seit 1872. Da hat der Michael August die Idee gehabt und vom Schlachthof drum noch das Blut geholt, dass die Leute, wenn es Schädel abgekommen ist, dass man da gezeigt hat, dass das wirklich Blut ist. Heute haben wir da Theaterblut. Aber Schmetterlingstanz haben wir auch nicht mehr. Weil ich sage, wenn wir nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Wir haben unser Programm bis auf die Enthauptung jährlich geändert. Haben einen Quantensprung gemacht, 2019 zum 150-Jährigen. Ein Quantensprung? Ja, da sind wir über einen eigenen Schatten gesprungen, und zwar im Quadrat. Super. Wir haben keine Vorhänge mehr zwischen den Nummern, wir haben ein Fliesen, wir haben jetzt bei der Hinrichtung einer lebenden Person, haben wir zuerst Tatortmusik, dann spielen wir das Lied vom Tod und dann haben wir mit Fotos in einem Rahmen, die wir den Leuten hinhalten, mit der Polaroid kriegst danach der Beutel. Also haben wir uns viel einfallen lassen. Und das in Kombination, das neue Programm mit der Medienaufarbeitung von den 150 Jahren, also das Prinzip bleibt. Enthauptung zum Schluss bleibt auch, aber die 10, 12 Minuten vorher komplett neu, fetzig, spritzig, ganz bescheiden, genial ist es. Aber einer ist ja immer, dass die Parade draußen auf der Straße schon so genial ist, dass man fast immer so ein bisschen enttäuscht ist, wenn man dann drin ins Programm sieht. Nein. Also ich kann da mitreden, weil ich draußen rede und drin. Also, also die Parade, das ist halt ein Umriss von dem, von dem Herzbluttheater, das wir sind. Wir sind ja genau genommen ein internationales Provinztheater. Ja. Wir sind 11 Alkoholiker aus 12 Ländern. Also, wenn Sie so eine Kennanschicht, ich sage Ihnen eines, und das stimmt, weltweit, auf jedem Jahrmarkt fehlt der Schichtl. Hast du schon mal, wo kommen Sie überall rum? Ein French-Scheiß kannst du eigentlich mal, wenn man es genau nimmt. Obwohl, die kann man nicht klonen, gell? Ich bin schon weiter umgekommen. Ich war mal in Amerika, in Maine, war ich mal auf so einem Jahrmarkt gewesen. Da hast du Eintritt sein müssen. Das war so praktisch so für die alte Wiesn. Naja, bei der alten Wiesn sind mein Eintritt. Da hast du Eintritt sein müssen. Und was da gemacht haben, da hat dann so ein kleiner Bull in Lederhosen wohlgemerkt im amerikanischen Osten irgendwelche kleinen Bullen vorgestellt. Dann, ja, kleine Polizisten? Haben die so junge Polizisten? Nein, kleine Stierbummerl. Ach so.
Und also alles, was man sich so vorstellt, plus der Schichtl war nicht da. Ja, und zwar gern waren wir nicht dabei. Also es geht, mir geht kein Volksfest ab, wo wir noch nicht waren. Mir klang die Wiesn, denn der Schichtl ist auch für uns alle was Besonderes. Wir sind alles andere als Routinees. Wir sind wirklich Überzeugungstäter. Wir, was wir tun, tun wir aus Leidenschaft. Ja. Und das geht bei uns so weit, dass ich bei meinen Mitarbeitern jeden Tag, wenn es kommt, Fieber messe. Oh. Weil, wenn einer unter 38 Grad hat, schicken wir daheim. Für einen Schichtl brennt man oder glüht man, aber nicht, da kommst du mit 36 Grad daher. Wirklich nicht. Das ist unterkühlt ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Und trotzdem war es notwendig, dass dieser Schauer zu ihrem Schichtl noch eine Gastronomie dazu genommen haben, um das Ganze so ein bisschen finanziell auf sichere Beine zu stellen. Ja? Also ich wäre garantiert nicht jammern. Mir hat niemand gezwungen, einen Schichtl zu anzufangen und irgendwann hätte ich ihn vielleicht verkaufen können. Wobei ich muss dazu sagen, ich bin in den 152 Jahren erst der fünfte Inhaber. Und da war einer bei den fünf dabei, meiner Vorgänger, der hat es nur 3 Jahre gemacht. Echt? Also ja, und der fünfte, der keine Kinder hat. Also schlechtes Omen, das mit der Guillotine. Aber also hat er das verkehrte Teil reingelegt, oder was? Lassen Sie mich auf, Herr Grübel. Das ist total lieb. Machen Sie Fernsehen und die Gags, da fahren wir alle zwei besser. Okay, alles klar, ich halte es mal. Ja, und dann kann ich Kinder gehabt und dann hast du praktisch du den Kindesersatz gemimt. Sie können weiterhin gehen, du zu mir sagen, weil ich habe zwar Respekt für einen, ich weiß zwar nicht warum, aber Sie sollten ja wissen, warum Sie von mir Respekt haben. Okay, ja. Na, ich kann schon sagen, warum, Herr Schauer, ich Ihnen allerhöchsten Respekt habe. Weil diesen körperlichen Einsatz, den Sie während dieser Wiesn bringen, ich meine, zwar jedes Jahr, und dann ist jede Parade, wie oft ist eine Parade? Alle 20 Minuten, oder? Wir haben 5 in 2 Stunden. Das knapp. Ist Wahnsinn. Das ist, und keine, das ist jede besser als die andere. Nein. Wie stellt man sich da so? Wie stellt man sich da? Wie macht man das, dass man diese Energien sich bündelt? Machen Sie Ayurveda oder irgendeinen Scheiß? Nein, essen ohne Hunger, trinken ohne Durst, das ist das Lebenselixier. Aber reden mit Sinn. Nein, das ist, also wir sind 11 Leute und das ist schon der Wahnsinn. Es gibt keinen Schausteller, so viel ich weiß, auf diesem Planeten, der in dieser Größenordnung mit 11 Leuten antritt. Das leiste ich mir einfach. Und darum wegen der Gastronomie. Darum, weil wenn ich hier reduziere, kein Holzboden mehr, keine Innenzeit mehr und Personellabbau, das war der Anfang vom Ende. Ja, ja. Und da haben viele, ich sage nicht den Fehler gemacht, aber das Resümee gezogen, dann hören wir auf, es rentiert sich nicht mehr. Und weil die Stadt mich unterstützt hat, dass ich die Gastronomie bekommen habe, kann ich das Theater dadurch subventionieren, wir machen weiter. Und ich muss auch sagen, ohne Theater gäbe es auch die Gastronomie nicht mehr. Die wäre nicht autark zu betreiben. Aber ich so. Bin, ja. Aber das passt so. Es passt. Das ist eine großartige Geschäftsführerin. Die Conny Bierke macht das super. Bis auf die Lautstärke, wo wir schon mal beide zu den Waffen greifen, weil es halt in der Gastronomie enorm laut ist und Leute hocken im Theater und wollen eigentlich nicht hören, was drum gespielt wird. Aber mein, naja, das ist alles. Das nennt man, da gibt es sogar einen Fachausdruck, Investitionsfolgekosten. War das Material eigentlich noch einsetzbar? Da haben sie das alles wieder neu bauen müssen. Da hat die alte Guillotine noch funktioniert. Ja, aber das war so eine Geschichte, das war wirklich fast eine echte geworden. Die haben wir dann 85 ausprobiert und im selben Jahr oder 86 im Sommer, da war der Kronenwitter noch Oberbürgermeister, haben wir es im Stadtmuseum geschenkt und haben es neu gebaut. Oh. Die Original, die Guillotine, die wir übernommen haben, 85, die steht jetzt im Stadtmuseum. Wo bekommt man Guillotinen, wenn man sie braucht? Bei jedem Guillotineur. Der Preis. Schön, wie ich lache, aber ich wüsste halt jetzt keinen. Also, muss ganz ehrlich sagen, außer. Man muss inserieren. Wie heißt der gleich wieder? So ein Schreiner mit Hang zum Skurrilen. Der Herr Praetorius. Na, der ist ja der Henker. Gibt's ihn noch? Ja, freilich gibt's ihn. Vollöffig noch. Wahnsinn. Seit dem ersten Tag, als ich kann es gar nicht mehr sagen, als ich mit dem Schichtl angefangen habe, im Februar 85 haben wir uns entschlossen, im Juli gab es kein Zurück mehr, weil da alles gelaufen und gemacht war. Dann stellt sich heraus, ich stehe da auf der Bühne, ich, der im Bierzelt der Spezialist bin, auf der Bühne, aber nicht da, mit dem Mikrofon, ich habe mich gesehen, mit dem Taschentuch und kommen Sie, treten Sie ein und kommen Sie und gehen es wieder. Und ich meine, das schaffe ich nicht. Dann habe ich mir über die Großmarkthalle, wo ich damals noch meine grünen Löcher verscherbelt habe, und kennengelernt. Ich habe gesagt, er ist Schankkellner in Schwabing, in so einer
Studentendings Laden, Atzinger, im Atzinger. Beim Atzinger, ja, also Schellingstraße. Atzinger, das war so ein wilder Laden, da, wenn man reingegangen ist, hast du zuerst einen Hut reingehalten und wenn sechs Einschusslöcher drin bin, bist du nachgegangen. Atzinger, aber es ist eine authentische, schöne Kneipe. So, da habe ich den Ringo kennengelernt. Und in der Hoffnung, dass der das macht, was ich hätte machen sollen. Der hat alles gemacht, nur nicht das, was ich ihm gesagt habe. Und der ist seit dem ersten Tag 85 dabei. Wahnsinn. Ja. Wir haben miteinander über 14.000 Vorstellungen hinter uns. 14.000? In 35 Jahren, im Schnitt 400. Jetzt sind sie ein bisschen weniger geworden, weil wir ein längeres Programm haben. Aber früher haben wir am Tag bis 30 Vorstellungen gemacht. Bis 30 Vorstellungen? Das nennt man Leidenschaft. Naja, das ist aber auch ein medizinisches Phänomen. Ja. Weißt du, weil ich meine, die Stimmbänder sind ja irgendwas, was ein Muskel ist und der Muskel erschöpft ja irgendwann einmal. Ne? Stimmbänder, Hosenträger, Knie, alles, Geist auf Kinn. Ja, ich weiß noch, das war Ende der 90er Jahre, habe ich während der Parade, weil ich es rumtun habe, einen Miniskus gerissen. Ja. Dann haben sie mir einen Bauhocker geholt vom Bodus Backstube, einen roten Bauhocker, bin ich draufgesessen und habe halt die zweite Wiesenwoche auf den Bauhocker geguckt und weitergemacht. Geht nicht, gibt's nicht. Ja, aber das tut doch weh. Ja, freilich. Aber wenn es Begeisterung ist, hast du halt eine Kortison reinpfiffen oder Lokalanästhesie, also Kortison ins Knie reingehaut. Mein Lieber, da habe ich mich einer zwingen, dass ich das mache. Den darf ich anzeigen wegen einer vorsätzlicher Körperverletzung mit hinterfotziger Absicht. Ja, ja. Also es ist halt so, Damen und Herren, ich habe ihn beim Oktoberfest. Ich mag immer diese Schaugeschäfte halt am liebsten, wissen Sie, wo man heraus und schon mal was präsentiert bekommt, was dann im Zelt es nochmal zusätzlich wertschöpft. Und da gehört der Tobogan auch dazu, weil wenn du vom Tobogan stehst und die Leute mit dem Förderwandel nachfahren siehst, das ist ja teilweise zum Kugeln komisch. Früher hat es dann nur einen Sinussi-Turm gegeben, einen Zubernturm, sagt er das was? Es waren am Ecken solche Bühnen, hinten eine riesengroße Zigarettenwerbung und auf der Bühne, da hat dann auch irgendeine mit so Kurglocken das Lied der Berge klingelt oder irgendein Feuerschlücker war unterwegs? Nein, ich weiß noch, als ich als kleiner Bub da war, da hat es noch die Völkerschau gegeben. Echt? Mein lieber Schwalli, das war krass. Völkerschau? Ja, also heute gibt es es auch noch. Ja, im Passing vom Bahnhof. Nein, hier, die Völkerschau. Ja, da kommen es dann, der Lodenpreis. Der Lodenpreis. Völker ist, nennt die Namen. Da hat es hier Völkerschau gegeben. Ja, auf der Wiesn noch, bis 1958 sowas. Ich war als kleiner Bub noch dort. Aber hier, jetzt hat auch das auch noch voll geschaut, was da alles rumläuft. Im Pseudotrachten, ich sage mal, gut, Dirndl gehört entweder unter die Wade oder über mein Bett gehängt. Alles andere, da sagst du der Mama nicht grüß Gott, sondern hello, wenn du das daherlaufen siehst. Es ist einfach ganz was Spezielles, das Oktoberfest. Ja. Hast du eigentlich sehr gebankt? Weißt, ich habe mir jetzt oft überlegt, so Anfang des Jahres, als das noch nicht so richtig im Schwange war, was geht denn so Menschen wie dir vor? Das weiß ich selber nicht. Ich ja, aus dem Morgens beim Aufwachen erstmal die Frage gestellt, ist Wiesn oder nicht, oder war das fern? Nein, die erste Frage ist ja Mittwoch oder Donnerstag, das ist die erste Frage, wenn ich aufwache. Und dann, wenn man sich damit selber immer traktiert, wirst du nicht froh. Also, nein, ich habe es akzeptiert, wie es ist. Natürlich, ich sage immer, die Seele verstaucht. 2020, wie Wiesn abgesagt worden ist. Dann hat es also Kuriositäten gegeben. 21 würden es dann Oktoberfest in einem riesen Sandhaufen machen. Das heißt, Wüste sowieso, unten in Dubai. Dann haben wir da auf der Wiesn am 26. Juni 21 mit großer Maschinerie angefangen, nach Öl zu bohren. Ja. Ein riesen Tanklastzug habe ich gehabt, ein Bohrgerät und alles Mögliche. Und da haben wir dann gefunden. Bohrt. Aber kein Öl gefunden. U6 haben wir erwischt. Die U6 hat es angebohrt? Ja. Was mit Personalproblemen, weil ich meine, du hast mir jetzt gerade vorher gesagt, dass du das Programm jetzt ja mehr oder minder neu machst. Dann wahrscheinlich eher mit neuen Künstlern, oder? Nein, die sind die gleichen. Die 50-50, die Hälfte alten. Und, aber bis auf die Enthauptung bringt jeder was Neues. Also auch die Enthauptung, ich habe es dir jetzt gesagt, mit der Musik und der spielt Tatort und spielt mir das Lied von Tod, Polaroid-Foto von dem Opfer. Von dem da haben wir auch, das haben wir modifiziert, aber das sind der Tradition absolut treu geblieben. Ich finde es ja fantastisch, dass du da noch nie einen Notarzt gebraucht hast bei dieser Enthauptung. Weil die hauen den Schädel bei uns kommt gleich der Ding. Dann spritzt das Blut und dann bauen die denen den Kopf wieder drauf. Es ist ja nicht so, dass da irgendeiner schon mal
Dann sind Sie da ganz sicher? Ja, dann sind Sie ganz sicher. Ja, doch, beobachte. Ja, mal, da hat es mir einen gegeben, liebe Leute, da hat es mir einen gegeben, der Michi Beck. Der Mo war ein Phänomen. Der hat das Bratwurstglöckl betrieben bis 2006. 5 oder 2006 am Dom, das Bratwurstglöckl. Und ein paar Jahre vorher hat er da sein Bratwurstglöckl auf der Wiesn eine Zusage gekriegt, eine kleine Wiesnzeit, wie man sagt. Der hat einfach einen Keller gebaut. Der hat einfach zum Grom angefangen, das darfst du ums Verrecken, nicht grobt der. Und ich denke, wenn der grobt und ihr Guillotine habt, die auch nicht ganz sicher ist, nachdem ihr im Friedhof auskommt da hinten. Okay. Eben haben es verboten, bei mir haben sie es gar nicht geglaubt, dass sie es machen. Wirklich, vier Löcher krumm. Ja. Das Einzige, was du krumm darfst, ist deine Fundamente für die Bünder von den Bierzelten. Die dürfen wir auskrumm. Weil die sind etwas verschüttet, so 20 cm, aber leider oben. Das ist einfach nicht erlaubt. Aber die Leute, die man braucht, waren die gleich wieder da. Die haben gesagt, hallo, hier bin ich und also, ich mache dieses Jahr wieder mit. Nicht alle, sondern ich sage 90%. Es waren auch, also 2019 das erste Mal zwei, drei neue Mitstreiter dabei vom Kabinett. Sofort haben die gesagt, der Nächste, wissen egal wann, wir sind dabei. Und das ist, wenn Schichtel brennst oder gar nicht, das überhaupt auf der Wiesn. Die einen mengen es nicht, das geht bei den Behörden los, bei der Polizei, weiter über die Schaustelle, über die Wirte. Also, da gibt es Leute, die das nicht mengen? Ja, mei, das kann nicht jeder alles mengen, das geht nicht. Ja, das gibt's. Die wenigen wissen nicht. Böse Zungen also nennen die Veranstaltung ja Intersuf. Ja, der Schauer, der den Namen erfunden hat, der ist mir gut bekannt. Intersuf 2000. Ja, aber ich habe wieder storniert. Also mein Sprachgebrauch ist leider schon, dann hat er schon seine eigene Tournee hinterlegt. Ich sage immer, das sind die Leute, die nicht begreifen, dass bei uns in Bayern das Feiern Verfassungscharakter hat. Das einzige Land auf der Welt, wo in der Verfassung drinsteht, frohes Feiern, frohe Arbeit, frohes Feiern. Also damit ist es auch noch von der Gewichtung her gleich. Und darum sind ja so viele Leute so fröhlich, wenn sie krank feiern. Ach so, deshalb. Ja. Da findet sich das dann wieder. Ja. Aber dass jemand was gegen das Oktoberfest haben kann, weißt, ich kenne ja das, dass man grantelt, dass man dann was ich als Anwohner grantelt, weil es so laut ist, weil es immer ein Hippies in diese Art. Kann ich verstehen. Das kann ich auch verstehen. Kann ich verstehen. Also, aber man braucht doch einmal ein Fest. Es gibt ja wirklich Psychologen, also Menschen, die sich mit dem Menschen, mit der Psyche, mit der Seele des Menschen befassen, die sagen, dass wir heute nur deshalb Depressionen haben. Und die Depression ist eine ganz moderne Krankheit, weil wir uns nicht mehr entselbsten. Das ist ein Fachausdruck. Und das Entselbsten passiert beim Feiern. Je nachdem, wie exzessiv dass ich feiere. Nein. Selbst, es gibt Menschen, die gehen normalerweise zum Lachen in den Keller. Die entselbsten sich schon, wenn sie mal in ein Bierzelt hineinschauen. Aber dann gibt es ein ganz anderes, so wie du oder ich, die entselbsten sich halt erst, wenn sie dann im Bierzelt dreistimmig La Paloma singen, weißt? Also in einem Bierzelt war ich das letzte Mal in 1984. Als der Feiergast. Das war ich wirklich. Ja, genau. Also seitdem, da kann ich nur bedingt mitreden, aber ich kann verbindlich sagen, das Feiern, wenn einfach Freude ein Ausdruck an Lebensfreude ist. Ja. Also das, und das sehe ich auf der Wiesn zuhauf. Allerdings, die Wiesn hat auch viel von ihrer Ruhe verloren. Wenn ich da abends auf der Guillotine auf meiner Parade stehe, das ist ein Ameisenhaufen, die Leute umeinander. Das ist wie Warentermingeschäft. Ich bestelle um 6 Uhr das Bier, um 7 Uhr muss ich schon prall sein und um 10 Uhr zahle. Also das ist, die Entspanntheit fehlt mir da bei den Leuten. Früher waren es noch die Flaneure fehlen auf der Wiesn. Wenn ich jemanden trifft, der vorbeikommt, du, ich habe einen Tisch da und da und weg und ja, weiter. Dieses. Aber das sind ja nicht die. Jetzt machen wir mal Folgendes, Damen und Herren. Ich habe ja gerade einen Punkt angesprochen, den ich mit ihm gerne ein bisschen auch besprechen würde. Und es ist immer schlimm. Ich weiß, wie das ist, wenn man vor dem Fernseher sitzt und man sieht Menschen wie mich trinken. Er kommt überhaupt nicht dazu oder fast nicht. Jetzt können Sie mal zum Kühlschrank gehen. Und dann wollte ich mit ihm nämlich nur darüber sprechen, wie das so ist, wenn man zwei Wochen Oktoberfest miterlebt. Als Akteur, aber in kein Bierzelt reinkommt. Also überhaupt sonst von der Wiesn nicht Gesicht oder vielleicht sieht man was. Das sind so Fragen, die ich ihm gerne noch stellen möchte. Also holen Sie sich was zu trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zu Füßen der Bavaria zusammen mit Manfred Schauer, dem Schichtel, dem Menschen als einziger weltweit ein Hinrichtungsvarieté gegeben wurde. Sagen Sie mal, Herr Schauer, haben Sie da noch nie eine Anzeige bekommen,
wegen Verstößen gegen den guten Geschmack oder gegen diesen ganzen Zeig, was man halt so als Kultur bezeichnet? Ich glaube nicht. Nein, echt? Also wen habe ich gleich vergessen, wenn sie mir jetzt so fragen? Ich glaube nicht. Aber sie verderben doch die Kinder. Nein. Tun sie wir nicht? Sind gerade bei diesem Sender, München TV, vor etlichen Jahren zum beliebtesten Geschäft auf der Wiesn gewählt worden. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Doch. Also weil wir auch denen, wenn wir Nachmittag mit Sänger sind Blut für Kinder. Die Blutrunst ist weit verbreitet, aber wir müssen uns fragen, ob das gut ist. Da brauche ich mich nicht fragen, ich weiß, was gut ist, ich mache es nämlich. Und wenn wir sehen, dass für Kinder da sind, dann fahren wir ein bisschen runter. Also okay. Sollte man das nicht so dramatisieren. Das ist nicht so dramatisch. Und, aber von den Programmen, mit, da war es auch noch, da haben wir noch den Zauberer gehabt und den Schmetterlingstanz. Ja, klar. Also das war... Der Schmetterling, das war, da haben wir uns noch von, habe ich bei Red Bull angefragt, ob sie uns ihre Flügel leihen können. Habe ich gesagt, weil das, wir brauchen, unsere Tänzerin, die hat Kotflügel. Das Schlimme bei ihm ist immer, dann hängt er beim Schmetterlingstanz über die Bühne ein Ventilator, der nach oben zirkt, der nach unten bläst und nach oben zirkt. Dann können Sie sich natürlich vorstellen, was dann die Dame, die den Schmetterling mimt, für Ängste hat. Nämlich, dass sie es aufsagt und in die Ventilatorenflügel rein, ne? Herr Griebel, in welchen Ventilator sind Sie schon gekommen? Sagen Sie mir. Ich kann, weil meiner nach unten bläst. Das ist ein bisschen Belüftung, war bei Ihnen insgesamt nicht schlecht. Und glauben Sie, dass ich hier meine Ganglien hinterlüften sollte? Also, das ist ein bisschen mein Durchlauf, glaube ich. Ja, ja. Weil der Schmetterlingstanz war eine ganz brave Angelegenheit. Ja. Und, Nein, also das, was ich da gesehen habe, da träume ich heute noch davon. Ja, weil Sie den ganzen Tag schlafen. Klar. Also, es ist unfassbar. Kommen wir auf die Frage zurück, Herr Schauer, die ich vorher schon stellen wollte. Wie erträgt man Oktoberfest, wenn man als Akteur nicht dazukommt, dass man irgendwie sich mal 10 oder 20 Meter von der eigenen Bühne wegbewegt? Ganz so ist es nicht. Also ich komme jeden Tag eine Stunde, bevor wir anfangen. Das ist Samstag, Sonntag um 11:30 fangen wir an. Bin ich um 10:30 da, unter der Woche, eine Stunde später, alles versetzt. Und dann gehe ich in der Nachbarzeit nicht zum Essen und trinke ein Schnittmaß, weil bei mir habe ich dann keinen Frieden. Und dann bin ich halt 2018 zum ersten Mal einen Abend weggegangen zu einem Freund von mir, zum Florian Oberndorfer in Gnöselei. Und da habe ich dann ein paar Stunden verbracht, aber ich hätte bleiben können bis um 10:30 oder 11, aber da hat es wieder die Tour gezogen. Das hält es nicht aus. Wenn ich überlege, da hinten tobt das Leben und ich bin nicht dabei. Also ein bisschen Wissen habe ich gehabt, aber es ist ganz, ganz wenig. Jetzt machen wir jetzt viel? Nein. Echt nicht? Nein, das kann ich, das ist Leidenschaft. Also ich wiederhole mich da, das mag es gescheit und gern oder gar nicht. Es ist so meine Lebenserfahrung, was der Mensch gern macht, macht er gut. Und was man gut macht, wird honoriert. So schaut es aus. Ja, ich habe bei einer mal miterlebt, gell? Da ist dann irgendwann mal ein bisschen Pause und dann wird miteinander gegessen. Dann sitzt das eher mitten in der Kabinett. Ja, im Kabinett drin, wie ein großer Vater. Und lässt seine Blicke dann wohlgefällig über seine Leute schweifen. Die das ist schon ein bisschen was wie für Familie, oder? Ja, ja, die schweifen schon zurück, die Blicke. Wir schauen uns schon alle miteinander an. Ja. Und dann schauen wir, dass wir weiterkommen. Und wieso, dass er dann so die Leute ausgibt? Ist irgendwann so ein Casting oder sowas? Oder? Casting? Ja. Wenn, dann gibt es ja ein Beschau, aber kein Casting. Ja, aber Beschau, das klingt immer so. Nein, das kommt von beschaulich. Und weil ich schaue, heiß, das hat was mit meinem Namen zu tun, Herr Griebel. Beschau, Beschauer. Nein, also das, nein, wir treffen uns, wir reden miteinander und dann kommst du auch, mittlerweile haben wir einen Namen. Also eins weiß ich, wie beim Schichtl war, egal in der Szene, wenn er wieder unterwegs ist, Theater oder Film oder da wissen alle, der kann arbeiten oder die. Weil das bei uns wirklich. Der Durchhaltungsvermögen stimmt. Ja, also da. Das ist wirklich eine Auszeichnung. Die Marlene Moreis, die ist mittlerweile gut im Geschäft, sehr gut. Die war bei uns immer die Dicke, so Ende der 90er Jahre. Ja, genau. Ja. Das ist also eine bleibende Figur. Das war nicht Miss Piggy, sondern die Urdicke hat Brigitte geheißen und daher Piggy. Ich tue mich nicht mit der Muppet Show. Es gibt ja kein Smörrebrett und kein Röntgen in der Gastronomie. Ja. Also, es hat nichts mit Brigitte Miss Piggy. Nein, das ist Piggy. Ja. Wahnsinn. Piggy kann man jetzt noch vom Englischen dann assoziieren mit Piggy, kleine, große. Ja, Piggy, ja. Piggy Lion, also die Verniedlichung von groß Piggy. Wie geht's denn eigentlich, wenn's da sitzen? Ist doch eigentlich genial, oder? Wenn das Bier kalt war und die Frauen besser, war es genial. Oh, das ist super. Ja, das ist keine Lobhudelei, gell? Das kann man also echt nicht, kann man echt nicht sagen. Jetzt einmal ganz was anderes. Ich habe es ja vorher schon gesagt, dass Sie in einem früheren Leben mal grüne Löcher verkauft haben. Also man muss vielleicht wissen, dass sein Vater und sein Bruder im
Weihnachtsbaumgeschäft unterwegs sind. Und wenn dann so im nahen Jahr ein paar so Tännchen, so Nordmann-Tännchen übrig bleiben, da hat er immer so genialerweise eine Zweitverwertung parat gehabt und hat dann eine Grabkränze draus gemacht. Ja, das hat nicht nur ich gemacht, das machen alle in der Branche. Was willst du uns machen? Damit wegschmeißen oder die Elefanten? Ja, die kannst du nicht mehr, weil das Zeug alles so gespritzt ist. Ne? Elefanten sind nicht gespritzt. Nein, nicht gespritzt, aber die Bahn. Ach, ja. Er ist schon gescheiter, gell? Also wirklich, er ist ein ganz gescheiter. Ja, vor, ja. Zurück. Nein, also, ja, aber das war auch nur das Elefant war nur eine Tiere Höhe und dann blasst den Wärter weg. Was krieg ich? Da kriegt der Elefant einen großen Scherz und dann blasst den Wärter fort. Verstehst du das? Geht nicht, das kann man nicht machen. Und deshalb werden heute nicht mehr die Weihnachts- und Nordmann-Tännchen an Elefanten verfüttert. Wie immer auch. Ich hoffe, dass Sie alles wissen, was Sie sagen. Ja, natürlich. Weil, ich spreche aus Erfahrung. Die Spekulation immer nicht heile, weil Sie auch schon welche gefressen haben, oder? Nein, auf Nordmann-Tann kann ich nicht rum. Aber meine Großmutter hat immer Fichtenhonig gemacht. Ja. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Was gibt es also zwischen Grabkränzen und Schichtel? Was ist da noch alles? Adventkränz. Keine Trauer ohne Schauer ist auf meinem LKW hinterm gestanden. Echt? Keine Trauer? Ganz früher, wie ich noch selber losgefahren bin, Friedhofsläden da beliefert habe, Ostfriedhof, Waldfriedhof, wo sie überall waren. Und da ist auf mein Auto drauf gestanden, Schauer schneller als der Tod. Und dann habe ich gesagt, du, das kannst du nicht bringen, weil bei mir stehen ja Leute drin, die trauen, am Hinterbliebene und jetzt der Gruß schreiben wir auf die Schleife und du stehst draußen, Schauer schneller als der Tod. Dann habe ich das reduziert und sie geschrieben, keine Trauer ohne Schauer. Ja, das ist aber auch gut. Und das alles selber erfunden, also ohne. Ja, also Fremddenken lasse ich nicht. Das fällt mir schon selber ein. Das ist genial. Dann gibt es ja noch dieses Stammbein, das fast in der Isar drin steht. Also wir haben es miterlebt, wie es dem Erich schön einen Plattenvertrag angeboten haben. Das war so genial. Aber ein Ding gemacht, eine Flussfahrt. Ja, war Erich schön dabei. Er hat das Ganze moderiert und dann kommt der Plattenvertrag-Antrag. Und habt ihr seiner Frau gesagt, geh, beim Friseur habt ihr euch nicht kennengelernt. Also Flussfahrten gibt es auch noch. Ja, heuer habe ich bloß noch zwei, also schon langsam. Lassen wir es ein bisschen ruhiger angehen. Aber Veranstaltungen mache ich immer noch. Letzte Woche habe ich eine Weißwurstkonferenz gemacht. Eine Weißwurstkonferenz? Jawohl. Echt? Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Mit zwei illustren Gesprächspartnern. Da war die Sophia Dreier war eine Gesprächspartnerin, Kollege, der andere, der Günther Wacholler aus der Großmarkthalle. Wir haben gesagt, da darf über alles geredet werden, bloß nicht über Seuche und Krieg. Sondern Sachen, die uns aus dem Alltag nerven. Zum Beispiel eine Telekom. Eine Telefongesellschaft, mit der du nicht telefonieren kannst. Oder wäre in München ein Gesäß, wären die Stromroller die Hämorrhoiden. Oder das Gendern. Wahnsinn, was wir für Zungenbrecher veranstalten. Ich kenne keine Frau, die Wert drauf legt. Also, ja, aber das spricht für dich, aber es also gibt genügend. Aber es kommt aus dem Diffusen, es gibt niemanden, der sagt, ich lege Wert drauf. Die granteln dann hinten rum. Aber keiner, der es auch erklärt, wir haben Jahrhunderte, Jahrtausende gelebt mit der Münchner. Laut Darwin und Bibel heißt es der Mensch. Was soll ich jetzt sagen, der Gast, die Gästin. Also bitte, irgendwo wieder normal und nicht, wo kann ich noch besser, noch besser. Herr Lehrer, ich weiß was. Laufend, es wird nicht, es wird aber mehrer. Also, ich weiß nicht, muss das sein. Ja, es ist immer ganz wichtig, dass man den Schwachsinn mal erlebt, um ihn als Schwachsinn erkennen und einschätzen zu können. Ich möchte mal unseren Justizminister, wenn er sagt, unsere Verbrecherinnen und Verbrecher gehören härter oder weniger bestraft, Mörderinnen und Mörder. Ich bin lesbischer Feminist und Macho in Personalunion. Ich helfe einer Frau nur in Mantel oder in Schuhe. Ein Mantel oder in Schuhe? Und echt, wo? Ja, wo es sich ergibt. Okay. Weil das sind so Kleinigkeiten, die sind ganz wichtig. Ja, ich öffne grundsätzlich jeder Frau die Autotür, wenn sie bei mir mitfährt. Das kostet nichts. Nein. Das kostet nichts und das lässt einen grandiosen Eindruck. Ja, aber die Jungen, die Manieren sind ein Auslaufmodell. Ja, das stimmt. Freundlichkeit und Manier ist ein Auslaufmodell. Höflichkeit kennt keiner mehr. Nein. Das da bin ich froh, dass es uns zwar noch gibt. Ja. Ja, wir sind Auslaufmodell. Wie lange machen wir jetzt noch? Wieso? Wir haben noch länger Zeit. Ja, schon, weil das Bier so warm ist, darum frage ich. Ja, ja. Nein, ich meine, wenn man einen Manfred Schauer vor der Kamera sitzen hat, du hast vorher etwas gesagt, du möchtest nicht über was? Über Krieg und über. Seuche und Krieg. Ja, über. Aber habe ich bei der Weißwurstkonferenz vorgegeben, weil die Leute, ich habe gesagt, wie habe ich das definiert?
Heiterkeiten zum Freuen, Schmunzeln und Lachen, einfach Dehnübungen für längsfällige Dehnübungen fürs Gemüt. Ja. Einfach entspannen. Ja, ja, klar. Ja. Aber jetzt trotzdem, du bist ja ein Mensch, der sehr kaufmännisch auch zu denken in der Lage ist. Es war so schlimm, wenn dann während der nächsten Wiesn beispielsweise der Ringo, also der Henker, wegen Corona ausfällt. Ich meine, der Mann ist nicht zu ersetzen, aber trotzdem muss man sich doch dann eine Lösung überlegen. Sie überschätzen oder, unterschätzen das Virus. Das geht zum Ringo nicht hin. Also der ist immun gegen alles. Okay. Gegen alles. Aber wenn wir gerade von der nächsten Wiesn reden, Herrschaften, ich darf heute hier am 17. Mai bereits meinen Bierpreis bekannt geben. Ich weiß nicht. Bei mir kriegen Sie die Maßbier zum halben Preis von 2 Maß. Na. Ja, und auf der Speisekarte steht dann unten Probiertage im Schichtel. Doppelpunkt, trinke nie das letzte Bier. Nie das letzte Bier. Oder in dubio pro Seco. Haben wir auch. Ja, aber gibt es schon irgendwie Preise? Ja, ja. Oder, wer macht denn das, Geschäftsführerin? Oder? Nein, in erster Linie Brauerei und die Preise haben wir noch nicht. Echt? Wir müssen kommenden Montag, ich glaube, das ist der 25. die Preise abgeben hier vorne bei der Behörde. Und wir haben von der Brauerei noch keine Vorgabe. Da habe ich am 25. noch gar nicht ausgestrahlt. Soll ich denn den Preis einblenden? Also, ein Preis passt immer ins Programm. Mit denen die Brauereien hinzulegen. Normalerweise denen es mir nicht leid. Aber im Augenblick denen es mir leid, weil die ja noch gar nicht wissen, zu was das Bier oder das Öl kostet oder die Befeuerung von ihren Sudkessel. Gell? Was das alles kosten wird. Das sind seltsame Zeiten. Das sind ganz seltsame Zeiten. Wird aber auch vorübergehen. Und von diesen Problemen, die uns jetzt zu schaffen machen, halten unsere Großeltern, die haben gesagt, was ist schon wieder alles vorbei? Ich rede nicht die Katastrophe im weiteren Osten klein, gar nichts rede ich klein. Aber wir sind halt saumäßig verwöhnt. Und den Umgang mit Krisen völlig. Wir leiden, wenn wir leiden, auf höchstem Niveau, ja. Oder? Ja, so schaut es aus. Naja, da wird sich einiges ändern in der Richtung. Aber wichtig ist halt für mich, und das ist etwas, was ich glaube für Sie, Herr Schaal, für mich schon irgendwie eine Motivation ist, dass man halt solche Feste wie dieses Oktoberfest nicht sterben lässt. Weißt? Das muss einfach weitergehen. Es hat auch einen rein medizinischen Hintergrund. Oktoberfest, es dient der Durchseuchung der Bevölkerung. Wenn da sitze, dann bin ich heimgehend, bin völlig platt. Dann hocke ich mich auf meinen Fernseher und schaue mir Couchshow und sage, lieber sitze da, als dass ich da liege. Gemaß ist dann während der Wiesn selber, dass da gar Krankheit ausbricht, der sich dann vor den Urlaub gehe oder hinter den Urlaub gehe oder also, der sich jeden Tag die also Antibiotika-Dröhnung reinhauen? Nein. Also, da vergibst du ja schon langsam selber. Nein. Vor der Wiesn, wenn es geht, noch ein bisschen Gardasee oder irgendwo hinfliegen kurz. Nach der Wiesn, da muss abgebaut werden, abgerechnet werden. Also, und dann ist man daheim am Leben. Ja. Ich habe da mal was ganz Schreckliches erlebt. Nein, lache ich drüber. Ich habe einmal, meine Bankfiliale war mal neben so einer Hennerbraterei, und zwar auf Festen. Ja, echt ohne Schmarrn. Da habe ich mir immer, wenn ich meine Bank besucht habe, einen Putenschenkel gegönnt. Mhm. Und bin einfach nicht krank geworden. Bis mir dann einmal ein Freund erzählt hat vom Land, dass halt die, wenn die Putenbiberl kriegen, gleich mal einen Sack mit Antibiotika mitgeliefert kriegen, gell, damit nicht die Hälfte dann am ersten Tag gleich verscheidet. Ne? Das ist quasi wie eine Schluckimpfung. Ja, wie eine Schluckimpfung. Ja. Ohne Schmarrn. Ich habe da tatsächlich dann so einen Spiegel, ich weiß nicht, ob sie es nicht messen lassen, aber wahrscheinlich so einen Spiegel gehabt, dass ich in mir keine Erreger breit machen wollte. Ne? Da, ohne Schmarrn. Schön nur gerade vom Ringo. Ja. Also dann, wenn Oktoberfest ist, trinken Sie dann ein Bier oder Kamillentee? Ja, ja schon. Also je nachdem, also ich liebe diese Wiesn derartig, ich habe keine Lust, nur angetrunken zu sein. Aber mittags ein Schnittmaß und nachmittags nochmal ein Weißbier oder zwei. Aber ich schwitze wirklich, es ist körperlich harte Arbeit. Und ich bin stocknüchtern, ich fahre fast jeden Abend heim. Also und ein Teufelbrett tue und mir da was zu Schulden kommen lassen. Also, und wenn ich mir mal frei nehme, wie ich es mir vorgehabt habe, wo ich Zeit habe, wie da beim Florian war, da habe ich dann versucht, einen Brille zu kriegen, aber das macht dann auch keinen Spaß, wenn du sagst, ich muss jetzt. Nein. Und wenn es dann zu Ihrem kleinen Vortrag ins Zelten übergeht, Sie singen ja dann einmal Ihr Schichtlied oder was auch wieder, oder? Ja. Liegen Ihnen dann die Frauen zu Füßen oder wie muss man sich dann so diese Wechselwirkung zwischen? Wo es liegen, hauptsächlich seine Greifhalte. Echt? Nein, also zu Füßen wirklich nicht. Also, und zwar, wir sind für alle da. Also ja. MDW. Oder wie heißt es? Was MDW? MDW, nein,
Männer, Weiber. Wir sind für alle da. MD, Männer, MD, ich kenne mich, pass auf. Sitz ein bisschen, steh ein bisschen und sehe die gar nicht bisschen. Also. Ja, aber damals, als die neuen Ostgebiete zu uns kamen, so einen großen DDR-Anstecker gekriegt. So groß, außenrum Gold und DDR drin. Und dann habe ich mir den hingesteckt und dann bin ich mal zu so einem Wachtel an einem BZ gegangen. Da hat er mich so angeschaut, hat gesagt, geschlossen. Dann habe ich gesagt, DDR, der frei. hat aber nichts genutzt. Ja. Ja. Haben Sie sich schon mal überlegt, ob es nicht auch sinnvoll machen oder Sinn machen würde, wenn man ja, beim Schichtl zu Schulausflüge macht? Zum Schichtl? Ja, zum Schichtl. Garantiert. Schon überlegt? Garantiert. Ich habe auch einmal angeboten, das war dann nicht machbar, weil das Kasperl hat, die Kinder, die laufen heute mit 5, 6 Jahren schon mit dem Handy rum oder mit 4 Jahren. Ja. Das Kasperl hat aber bei uns die Sensation in der Schule. Und der Kasperl hat tut sich wirklich schwer. Ich weiß gar nicht, woher er noch da ist. Und weil wir eine Bühne haben mit allem Drum und Dran, dass der vielleicht bei mir, da will ich nichts dafür, wenn Schulen da sind, dass er vormittags um 10:30 mehr Zeit nicht darf und eine halbe Stunde Kasperl für die Kinder macht. Also, von mir aus gerne, aber es ist irgendwie versandet, ich weiß nicht warum. Aber wenn wir darüber reden, ich werde es auch noch mal anreden. Ja, weil man halt alle so viele Ideen hat als Schauer und dann aber kann, also dann, man hat wahrscheinlich viel zu wenig Zeit, oder? Ja, oder zu wenig Leute, die meine Ideen verstehen. Ja. Ja, die sagen ja eher schon wieder. Dabei heißt es eher noch allerweil, nicht schon wieder. Na, ich wollte abschließend noch mal über was anderes reden. Und zwar haben Sie vorher gesagt, dass Sie während Ihrer Schulzeit am Grotzinger Platz öfters mal dann da runtergegangen sind auf die Wiesn und da dann Mittag gegessen haben. Nein, da, in der Schulzeit war ich bloß bis zum 10. Lebensjahr in der Grotzinger Schule. Okay. Da habe ich lesen und schreiben gelernt. Eine Lehre habe ich oben in der alten Mess gemacht bei Schenker und Co. Ach so, bei dem wo es jetzt heute nicht mehr gibt. Nein, Schenker, Spedition Schenker. Spedition, ja, genau. Frachtmenschen. Ja. Da habe ich eine Lehre gemacht zum Speditionskaufmann, die so. Hilfen oder was ich kenne. Und da seid ihr dann runtergegangen? Ja, und das noch einmal und dann haben sie uns verboten, dass wir mittags auf die Wiesn zum Essen und gingen. Zum Essen gingen. Also das ist auch fies, gell. Weil ich weiß noch gut, ich bin einmal während meiner Schulzeit in Freising, da hat es ja auch ein Volksfest gehabt. Und dann bin ich mal runter, das war da unten an der Isar auf dem Volksfestplatz. Und dann habe ich mir eine Fischsemi kaufen wollen. Und dann hat die Fischsemi 2,20 Mark gekostet. Und ich habe bloß 1,80 Mark dabei gehabt. Und dann habe ich mich vor den Standl hingestellt und habe die Fischsemi angeschaut und immer so traurig geschaut habe, dass dann die Frau hinter der Theke mir die Fischsemi geschenkt hat. Aber ja, das war der Wahnsinn, Ja, schön, dass es sowas auch noch gibt dann. Gibt es denn so ein besonders skurriles Erlebnis? Es gibt nur skurrile Erlebnisse. Es gibt nur skurrile, hast du also mal bal uns, was wir schon alles erlebt haben, also da könnt ihr ein Buch drüber schreiben, vielleicht machen Sie mal. Ja, wie bitte? Das müsst ihr mal schon machen. Also es ist in Verbindung mit dem Oktoberfest sowieso und dann, was alles zum Schichtel kommt und wo manche, gerade die ältere, die jungen Leute, die fallen schon langsam, die Jungen, die fallen, die stehen auch vorm Schichtel und haben das Handy in der Hand. Also das ist dann, da denkst du, was machst du jetzt? Ja, was machst du? Aber genau. Es kommen ja dann schon Leute her, gut, nicht betrunken und sagen, du, da hast du einen 20er, kannst du mir alle köpfen. Also, wie groß ist denn der Ausländeranteil bei den Besuchern? Sind das nur riesige oder sind das einmal Leute von fern her, Australien, also, Neuseeländer? Das kann ich schwer beurteilen, weil wir reden ja mit denen kaum. Und wenn einer auf die Wiesn auf die Bühne raufkommt zum Köpfen, oder wir in anderen Nummern haben wir auch einen Zuschauer dabei, aber da wird mehr gestikuliert, artikuliert und wenig geredet. Aber viel gesagt. Mhm. Also die Ausländer, viele sind einfach, ich habe einmal tibetanische Tempelmönche da gehabt, die waren junge Burschen im gelben Gewand, kahl rasiert, die waren 11, 12, 13 alt. Und die sind eingegangen, da war noch der Chef vom Deutschen Museum, der, ich weiß den Namen nicht mehr, Professor sowieso, der hat die hergebracht zu uns und die sind in die Schichtel eingegangen. Selbstredend habe ich die eingeladen. Wahnsinn. Was die wohl da mit nach Hause genommen haben. In der Hoffnung, wenn ich mehr nach Tibet komme, dass ich auch mal sonst ins Kloster darf. Ja, verstehe ich. Herr Schauer, wann werden Sie aufhören? Wir könnten jetzt mal drüber reden, wen Sie sich als Nachfolger vorstellen oder macht die Meniskus noch länger mit? Das ist nicht nur der Meniskus. Das ist also so, mir geht's gut, ich bin fit wie die Sau und mir macht es immer noch enorm Spaß. Die eine Frage ist, wie lange bin ich glaubwürdig da oben? Wo muss man erkennen, wann ist irgendwie, aber das sehe ich jetzt noch nicht. Ja, nicht. Aber ich habe heuer eine junge Frau, mit der habe ich mit Theater gespielt, 2012 in Mainz-Schwaben, haben wir die Matinee schon fortgemacht.
Und da war sie Gerichtsschreiberin. Und seitdem kenne ich. Die war Bierkönigin 2012, 13 oder 11, um den Dreh rum war es okay. Bierkönigin. Okay. Das ist die Barbara Stadler. Ein Bild, hübsches Frauenzimmer. Die ist so Anfang 30 und kommt aus Anzing, also vom Kirchenwirt. Das ist die Wirtschaft ihrer Eltern. Und von der heute die großen Stücke. Und die wird heuer mal anfangen, peu à peu dazu zu gehen. Die wird einmal meinen Job machen, dann tut sie mal köpfen, dann sitzt sie an der Kasse, dann macht sie mal hinten an der Technik was. Also richtig, dass sie den Laden mal einatmet. Mhm. Und da müssen wir schauen, wenn es nicht geht, ist es nicht böse und nichts gegen die Frau. Ja. Der Schichtli ist so speziell. Das kann nicht jedem passen. Das ist wie der schönste Anzug. Wenn es nicht der Konfektionsgröße ist, dann passt er einfach nicht. Nein, den Schichtl musst du leben, gell? Ja, und überleben. Und am besten nicht bloß die zwei Wochen, sondern den ganzen Rest vom Jahr. Also das tue ich auch. Und ich freue mich schon, wenn ich in der Stadt bin oder wo, dass mit Leuten mittlerweile schon anreden. Und dann habe ich mal ein Jahr lang für eine Zeitung geschrieben. Das ist auch richtig gut angekommen. Das sind alles so ausgehend vom Schichtl irgendwo, von den 16, von den, dafür, dass 16 Tage plus sind, ist schon enorm viel passiert mit mir, muss ich ehrlich sagen. Ja. Was gibt's noch zum Lachen? Weil mit ihnen nichts passiert. Mit mir passiert ja was. Weil es mich einfach halt freut, dass es solche Wechselwirkungen gibt zwischen so großen Festen und einem Menschen, verstehst du? Der nicht bloß dann 14 Tage oder sich zurückerinnert, sich darüber aufregt, dass er wieder, was weiß ich, so und so viel Geld losgeworden ist und bei seinen Freunden oder bei seinen Kindern nichts als Undank erfahrt, verstehst du? Nein, dass man einfach mal erkennt, dass das Oktoberfest Gesichter braucht und dass es diese Gesichter auch gibt. Und wenn jetzt Sie, Herr Schauer, mir von dieser jungen Dame erzählen, dann keimt in mir Hoffnung auf. Also in mir auch, aber man weiß nicht, ich habe gesagt, du, wenn es nicht passt, dann sind wir garantiert nicht besser miteinander. Klar. Und es ist auch noch eins, das sage ich jetzt bitte nicht unbescheiden, aber auf der ganzen Wiesn, ich stehe halt 12 Stunden und präsentiere mein Gesicht da draußen. 11 Stunden. Auch noch in der Gastronomie sage ich auch noch, grüß Gott, dreimal am Tag, gehe durch die Reihen, grüß die Leute, gehe auf die Bühne auf und singe noch was. Also mein Gesicht ist schon, ja, und da hat auch der Ex-Kollege Jörg van Hoven, hat mal so tituliert, ist zu viel, das Gesicht von der Wiesn. Der Hintergrund war, dass er gesagt hat, ja, wo sieht man, top, von den ganzen Traditionsbetrieben, die es noch gibt, das sind die Betriebe, aber ich habe mein Gesicht noch dem Betrieb verkauft. Ja. Und da, meine Damen, meine Herren, möchte ich noch was Zweites und Wichtiges sagen. Auch für jemanden, der hier auf dem Oktoberfest als Kellner oder Kellnerin arbeitet, das ist genauso wichtig. Weil Sie hinterlassen bei diesen Gästen aus aller Welt oder aus Niederbayern oder der Oberpfalz ja einen Eindruck, einen guten oder einen schlechten. Können auch Sie steuern. Sie sind es dann auch ein Teil vom Ganzen. Es gibt auch keine leichte Arbeit auf der Wiesn. Jeder, der auf der Wiesn arbeitet, wird konfrontiert mit rund 600 Millionen Menschen irgendwie. Ich freue mich, er freut sich auch. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen, wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Habe die Ehre. Yolada, yolada, yolada.